Herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Stahl, Schere, Papier. Heute zu einer Sonderausgabe, und zwar zu einer Ask the Curator-Ausgabe. Ask the Curator ist eine Tradition aus dem britisch-amerikanischen Raum, bei der normalerweise per Twitter, in unserem Fall bei Facebook, Fragen an die Museen gestellt werden. Also Fragen, die die Besucher, respektive die Social-Media-Fans haben, und die Museen antworten darauf. Und wir haben es auch gemacht, wir haben eine ganze Reihe von Fragen bekommen, haben uns ein paar ausgesucht und wollen heute einige davon beantworten. Frage Nummer 1 von User Ralf Thor. Wenn das Geld und Platz dazu da wäre, könnte man noch andere Nachbauten wie den Plastiger erwarten, also Maus, Dicker Max und so weiter und so fort. Das ist eine sehr gute Frage. Wie bereits im Video zum Plastiger gesagt, ist es für ein Museum relativ verführerisch, diesem Modellbau nachzugeben, weil es eben so schwer ist, je nach Sammlung ganz verschieden, schwer ist, an die Objekte ranzukommen. Und wenn man sie in perfekter Qualität nachbauen kann, ist das schon eine Sache, wo man nachdenklich wird. Gleichzeitig gilt aber auch, was damals schon gesagt wurde, ein Museum hat den Auftrag, die Menschen in Kontakt mit den Originalen zu bringen, mit den historischen Originalen. Ein Museumsstück ist dann gut, wenn es von Geschichte strotzt, wenn es eine Biografie hat, wenn das Alter in den Zellen sitzt sozusagen, in den Molekülen sitzt, wenn man weiß, es ist von damals, es ist das echte Ding mit der echten Aura. Und aus dieser Perspektive, aus musealer Perspektive, ist dann unser verrosteter Panzer IV mit Stummelkanone, der Turm, den wir vorne stehen haben, das bessere museale Stück als ein perfekt hergerichteter Panzer IV aus Plastik, an dem alles stimmt und alles richtig ist, aber der eben einfach nur aus Plastik ist. Nun ist es aber so, sonst gäbe es ja auch den Plastiker nicht, dass gewisse Lücken so schmerzhaft sind, dass sie eben doch gefüllt werden können mit Kopien, wenn das Original wirklich nicht verfügbar war. Insofern ist die Frage, die Sie gestellt haben, schon ganz richtig formuliert mit den Beispielen. Die Maus wäre auch so ein Beispiel. Es gibt keine Möglichkeit, dass wir an eine Maus rankommen, also nicht dauerhaft. Also könnte man sie nachbauen, weil im Falle der Maus eben der popkulturelle Aspekt so groß ist, dass die Leute dieses unglaubliche Ungetüm unbedingt sehen wollen, und zwar sehr, sehr viele Leute, weil die Maus so bekannt ist. Der dicke Max beispielsweise wäre so eine Sache, das ist eher ein Nischensegment für die Leute, die sich schon sehr gut damit auskennen. Für die ist sowas auch wichtig und das würden wir gerne bedienen, aber es ist eben nicht so, dass es die Auffütterung der Ausstellung mit Plastik dann wirklich rechtfertigt. Das bedeutet, um Ihre Frage weiter zu beantworten, bei unseren 150 Objekten, die wir jetzt draußen haben, würden mir so konkret vielleicht 3, 4 Fahrzeuge einfallen, die man nochmal in Kunststoff nachbauen könnte. Dann hört es aber auch auf, aus den genannten Gründen, weil sich ein Museum eben das Haus nicht zu sehr vollstellen sollte mit Kopien. Ein Beispiel dafür wäre der Panzer II, der uns leider fehlt. Aber diese Reihung Panzer I bis Panzer VI, auch mit dieser Nummerierung, die so nahtlos, so naheliegend und so kontinuierlich ist, da fehlt der Panzer II ganz einfach. Natürlich ist er historisch mit dem Panzer I gepaart, dessen Abbildung deckt dieses Segment der Zeit und der Einsätze schon ab. Aber trotzdem, weil es eben diese Nummerierung gibt, wird der Panzer II auch von vielen Besuchern als fehlend empfunden. Und deswegen wäre das auch so ein Beispiel, wo ich mir vorstellen könnte, den nachzubauen. Und das leitet jetzt perfekt über zur nächsten Frage des nächsten Users. Nächste Frage. Hartmut Putlitz, was ist aus dem Projekt Panzer II geworden? Ich glaube, bei einem meiner Besuche dafür auch gespendet zu haben. Herr Putlitz, das kann gut sein. Vielen Dank dafür. Das Projekt ist in der Tat nicht eingeschlafen, es ist auch nicht gestoppt worden. Die Rekonstruktion des Panzer II läuft weiter. Es ist so, dass wir lange nach den Teilen gesucht haben und jetzt vor einem Jahr oder so zu dem Schluss gekommen sind, wir kriegen doch nicht alle so, wie wir uns das gedacht haben. Mit dem Resultat, dass wir den Panzer II nicht ganz nachbauen können, nicht ganz rekonstruieren können, wie wir es eigentlich wollten. Aber wir haben uns dann entschieden, nach den hervorragenden Erfahrungen mit dem Storko-Plastiktiger, dass wir den Panzer II aus allen Teilen, die wir haben, zusammenbauen werden. Und die fehlenden Teile werden wir aus Kunststoff nachfertigen lassen als Kopien. Und die werden dann nahtlos eingefügt, sodass am Ende ein fertiger Panzer II da stehen wird. Das Wichtige ist, die Teile, die aus Kunststoff sind, werden in einer Signaturfarbe eingefärbt. Das sind also dann Orange oder Blau oder was auch immer das wird. Kunststoffplatten, Kunststoffteile, die man als solche erkennt. Das ist eben wichtig für die Ehrlichkeit des Museums, damit wir nicht den Eindruck erwecken, wir hätten einen Panzer II, obwohl er zur Hälfte aus Plastik besteht. Das wird außerdem auch ziemlich gut aussehen. Trotzdem ist dann so auch die Aufgabe des Objektes erreicht. Also man sieht die Größe des Panzer II, man sieht seine Formgebung, man sieht die einzelnen Anbauteile, alles was nötig ist. Und trotzdem bleiben wir mit Hilfe der Plastikteile ehrlich und sagen, schaut her, wir haben keinen ganzen Panzer II. Teilweise blickt ihr auf Kopien, aber dann ist das auch in Ordnung. Also Projekt Panzer II läuft noch, es wird sich noch hinziehen, aber es geht voran. Passend dazu Frage Nummer 3 von User Hannes Meyer, damit schließen wir den Themenblock Plastikmodelle.
ob nach dem Umbau weitere Plastikmodelle ausgestellt werden und wo ist eigentlich der Panther hin? Also, ob nach dem Umbau weitere Modelle ausgestellt werden, da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass Sie alle möglichen Modelle meinen, also groß, klein, mittel, jetzt nicht Plastiker, sondern wirklich Maßstabsmodelle. Wir haben nichts dagegen, solche Modelle zu verwenden, wenn sie eine sinnvolle Erzählung aufmachen und wenn sie bewusst benutzt werden für irgendwas, also museumsdidaktisch benutzt werden. Was keinen Sinn ergibt, ist, 10 Varianten des Panzer III hinzustellen, wenn man nicht wirklich erklärt, worum es da geht und der Laie nicht versteht, was er da sieht, weil dann sieht er nur 10 Plastikmodelle. Wenn wir in der neuen Ausstellung zum Panzer III beispielsweise alles über die 10 oder 12 Varianten erklären können, und der Benutzer, der davor steht, beispielsweise ein Modell anklickt, da fällt ein Lichtkegel drauf und ein Text auf einem Flatscreen oder so erklärt ihm dazu, was er da sieht oder vielleicht sogar Audio oder Multimedia. Das wäre super. Dann hat auch das Plastikmodell seinen Sinn und seinen Grund und das ist eine gute Sache. Da würden wir auf jeden Fall nicht vor zurückschrecken. Das bedeutet, die Plastikmodelle sind dann Teil unseres didaktischen Arsenals. Die stehen dann neben Texten, Fotos, Audiostationen und so weiter und so fort. Und da, wo es Sinn ergibt, werden sie auf jeden Fall genutzt werden. Der Panther, da gehe ich davon aus, dass Sie das größere Modell meinen, der ist aus der Ausstellung rausgenommen worden, weil er auch tatsächlich für den normalen Benutzer nichts oder für den normalen Besucher nichts gebracht hat. Der normale Besucher hat nicht verstanden, wo der Unterschied zwischen diesem Plastikpanther und dem großen Panther ist, also abgesehen von so ein bisschen Formgebungsunterschieden, die er erkennen konnte. Da aber diese Schmalturmvariante auch nicht wichtig genug war, um jetzt wirklich groß kontextualisiert zu werden, haben wir es lieber rausgenommen aus der Ausstellung, damit der Blick auf das Original frei ist und nicht verstellt wird durch ein Plastikding. Also wieder dieser Ansatz des Museums, es muss original sein, es muss historisch sein, es muss echt sein und dafür können andere Sachen auch erstmal raus. So, das war jetzt der Themenblock Plastik, Plastikmodelle, 3 Fragen. Jetzt kommt der Themenblock Archiv, Archivarbeit, Quellen, auch nochmal 3 Fragen. Die erste Frage von Stefan Schobesberger. Da hat die Autokorrektur ein bisschen zugeschlagen, da muss ich kurz interpretieren. Frage von mir zum Thema Prototypenmunition deutscher Panzer zwischen 39 und 45. Also entweder, Herr Schobesberger, meinen Sie Prototypen deutscher Panzer oder Typen der Munition deutscher Panzer? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist auch egal, denn die eigentliche Frage ist, habt ihr da irgendwelche Quellen, wo ihr solche Infos heranziehen könntet, welche verwendet worden sind und welche nur getestet sind? Also, unser Problem tatsächlich im Deutschen Panzermuseum ist, dass er in den letzten 30 Jahren die Sammlungstätigkeit aufgrund von Personal- und Geldmangel sich vor allen Dingen auf Objekte reduziert hat. Das musste so sein, das ging gar nicht anders, das war nicht anders zu machen. Und das bedeutet, dass wir in den 30 Jahren seit unserem Bestehen eigentlich keine, oder 35 Jahre mittlerweile, eigentlich kein Papier gesammelt haben. Das heißt, obwohl wir das Panzermuseum sind, sind wir nicht das Archiv für Panzerunterlagen. Wir haben auch keine, was immer wieder gefragt wird, keine Blaupausen, keine Zeichnungen und dergleichen mehr. Das haben wir einfach nicht. Solche Dinge liegen in Firmenarchiven oder liegen im Militärarchiv in Freiburg. Sie liegen nicht bei uns, was sehr schade ist, weil wir sie selber gerne benutzen würden. Aber auch wir müssen, wenn wir etwas an Quellen recherchieren wollen, entweder zu den Firmenarchiven gehen, die von den panzerbauenden Firmen übergeblieben sind oder in die neuen panzerbauenden Firmen aufgegangen sind. Es gibt ja heute noch KMW und Rheinmetall. Oder wir müssen es im Militärarchiv in Freiburg oder andere Quellen, wie zum Beispiel das Krupp-Archiv und so weiter, anzapfen. Wir haben leider, und das ist die kurze Antwort auf die Frage, wir haben leider keine historischen Quellen, die wir dazu benutzen können. Tom Diener, nächste Frage. Wie groß ist eigentlich die Fachbibliothek des Panzermuseums und gibt es dort einige rare Stücke, Altbestand, seltene Medien? Und eine weitere Frage wäre, wie groß die Magazine des Museums sind und ob und wie viel und wo eine Erweiterung der Magazine möglich und denkbar ist. Also, wir haben tatsächlich an Papier etliche Regalmeter, mehrere hundert Regalmeter, das ist ja so die Rechnung, eine laufende Regalmeter. Da muss man unterscheiden, was man da hat. Also beispielsweise haben wir einen sehr großen Bestand von Dienstvorschriften, von technischen Dienstvorschriften aller deutschen Armeen. Das sind aber dann eher Quellen. Was die Literatur angeht, haben wir auch etliche hundert Regalmeter, auch hinter mir sieht man einige davon. Da sind auch seltene Bestände drin, aber soweit wir wissen, haben wir leider keine blaue Mauritius oder irgendwie ein vergleichbares besonderes Stück. Da sind schon ein paar obskurere Dinge dabei, also Sachen, die man nicht so leicht findet. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir super seltene oder ganz exklusive Bücher und Bände da stehen haben. Das ist nicht der Fall. Aber etliche, mehrere hundert Regalmeter, kann man sagen, haben wir zur Verfügung. Bei Medien sieht es schlechter aus. Wir haben, wie in der anderen Frage gesagt, halt lange
nicht gezielt gesammelt. Das heißt, wir haben eine sehr große Fotosammlung, aber an Filmmedien haben wir praktisch nichts. Also Filme, Stummfilme, solche Sachen sind praktisch nicht vorhanden. Die Magazine des Museums sind, wie bei jedem Museum, kleiner, als wir uns das wünschen würden. Also wir reden jetzt vom zivilen Teil. Die militärische Sammlung ist ja noch was anderes, aber die Sammlung des Panzermuseums ist kleiner, als wir uns das wünschen würden. Die Räumlichkeiten sind kleiner, als wir das brauchen. Das geht aber allen Museen so. Und eine Erweiterung würden wir uns wünschen, planen wir, streben wir an, ist aber eine Erweiterung, die nach dem Umbau der eigentlichen Ausstellungshallen stattfinden muss. Also Depotarbeit ist der Kern der Museumsarbeit. Die Ausstellungsarbeit ist der nächste Schritt. Aber in unserem spezifischen Fall ist der Leidensdruck in der Ausstellung so groß, dass sie Vorrang hat vor der Depoterneuerung. Das heißt, unsere Ausstellung ist so verbesserungsbedürftig, dass wir den großen Umbau jetzt erstmal komplett auf die Ausstellungshallen und die Verwaltung des Museums konzentrieren. Das Depot wird dann später, wahrscheinlich 4-5 Jahre später, hoffentlich auch nochmal in einem neuen Antrag, in einer neuen Förderrunde auch nochmal umgebaut, dann vielleicht auch vergrößert, neu gebaut, das wissen wir nicht, müssen wir mal schauen. Ja, das ist die Lage. Genau. Dritte Frage, verbunden damit. Alexander Maat. Hallo DBM. Ihr bzw. die Bundeswehr verfügt doch wahrscheinlich über ein Archiv, wo Exponate, die nicht in der Ausstellung stehen, gelagert werden. Würdet oder könntet ihr das Archiv auch mal zugänglich machen, zum Beispiel im Rahmen von Stahl auf der Heide? Wir würden, aber wir können nicht. Der Punkt ist, die Bundeswehr hat noch 3 Depots, in denen tatsächlich nochmal ungefähr 300 bis 400 Großobjekte eingelagert sind. Schwerpunkt dabei ist dann junge Bundeswehr, logischerweise. Also logischerweise in dem Sinne, dass die eben am leichtesten zusammen sind für die Bundeswehr. Aber unsere Depots sind, anders als die von beispielsweise Dresden, wo das Depot einfach über die Straße ist, sehr weit weg. Die 3 Depots sind über die gesamte Republik verstreut, bis in den hohen Norden, bis nach Schleswig-Holstein rein. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, dass irgendwie unsere Besucher diese Depots benutzen. Also abgesehen davon, dass sie natürlich militärischer Sicherheitsbereich sind, das könnte man ja alles organisieren, sind sie einfach räumlich ganz weit weg. Das ist auch unser großes Problem, wenn wir mal was umbauen wollen. Es ist ein Riesenaufwand, einen Panzer hier rauszunehmen, ins Depot zu stellen, einen Panzer aus dem Depot hier reinzustellen, weil wir über etliche 100 Kilometer mit Tiefladern, Sattelschleppern, Schwerlasttransporten und dergleichen arbeiten müssen. Es wäre schön, wenn es alles vor Ort wäre, aber das ist leider momentan nicht machbar. So, im letzten Teil machen wir jetzt nochmal 3 gemischte Fragen. Die erste Frage geht in Richtung auch Archiv, Depot, Bestände. Martin Dechow, woher bezieht ihr die Kleinwaffen in eurer Ausstellung? Die Kleinwaffen, die wir bei uns in der Ausstellung haben, sind aus verschiedenen Provenienzlinien, also verschiedenen Herkunftslinien zu uns gekommen. Der größte Teil der bei uns gezeigten Waffen gehört tatsächlich dem Panzermuseum und wurde einmal tatsächlich von der Stadt angekauft. Das heißt, das ist einer der Sammlungsteile, der nicht der Bundeswehr gehört. Die wurde damals als geschlossenes Konglomerat gekauft von einem Waffensammler. Ist jetzt in unserer Ausstellung. Das ist der Hauptteil. Dann hat die Bundeswehr selber aus ihren Beständen Waffen natürlich aufbewahrt, hat die bei sich in der Waffenkammer eingelagert, alte Stücke, sodass die ihre eigene Sammlung begonnen haben. Und dann ist es so, dass über die Jahre, in den ersten Jahren ab und zu mal was gekauft wurde, ganz normal auf Waffenbörsen und dergleichen mehr. Gleichzeitig, das sind sozusagen die aktiven Sammlungen, die aktiven Käufe, gleichzeitig gibt es die passiven Käufe, wenn uns also Sachen angeboten werden. Das ist immer, wenn beispielsweise ein Sammler zum Lebensabend hin seine Sachen loswerden will, weil die Gesetze sich verschärfen und er genervt ist oder weil die Kinder das Zeug nicht haben wollen oder weil er möchte, dass die Sachen in ein Museum kommen. Oder noch trauriger eigentlich, wenn Sammler verpassen, das zu tun und nach ihrem Tod die Sammlungen einfach da sind. Dann gibt es halt bestimmte Häuser in Deutschland, die von den Behörden angerufen werden. Also das könnte beispielsweise, ich nehme an, das Waffenmuseum in Suhl sein, dass die ab und zu Anrufe bekommen. Wir werden angerufen, vermutlich auch das Militärhistorische Museum. Und da wird dann von den Behörden gefragt, hier, wir haben diesen Nachlass, niemand will ihn. Bevor er vernichtet wird, wollt ihr ihn in die Bestände übernehmen, wollt ihr ihn als Museum zugänglich machen. Das sind auch so Vorgänge, wo wir dann Waffen quasi angetragen bekommen. Also entweder von Sammlern oder von verstorbenen Sammlern über den Behördenweg. Was nicht passiert aufgrund des Waffengesetzes, ist, dass Leute reinkommen und das Ding auf den Tresen legen und sagen, das möchte ich euch spenden. So einfach läuft das nicht. Wir können nicht einfach Waffen entgegennehmen. Das ist ungeheuer kompliziert. Da können wir dann nur zurück an die Polizei verweisen, damit der Vorgang sozusagen dann von Behördenseite zur Übernahme an uns herangetragen wird. Aber das passiert eigentlich auch kaum. Wir reden im Regelfall, wie gesagt, früher über aktives Kaufen.
und in letzter Zeit über Spenden bzw. Sammlungen, die uns angeboten werden, entweder von den Sammlern oder eben aus Nachlasszusammenhängen. So, jetzt eine Frage zum Thema Zusammenarbeit Museen. Georg Otto, habt ihr in Munster eigentlich die Möglichkeit, aus anderen Panzermuseen leihweise Fahrzeuge zu bekommen für eine bestimmte Zeit oder ist das finanziell nicht möglich? Die Antwort muss lauten, beides ja. Also grundsätzlich geht das. Die Panzermuseen arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen, wobei es schwierig ist. Wir haben ein schwieriges Objekt, also wir haben Kriegswaffen und die über die Straßen und über die Grenzen zu bringen, ist immer schwierig. Ein Riesenaufwand und ist relativ kompliziert. Dazu kommt, dass wir, wenn wir Panzer verschieben, dann eben auch auf große Panzer verschieben, dann redet man auch plötzlich über sehr komplexe Transporte. Wir reden sowieso davon, irgendwie Fahrzeuge, die 70, 80 oder manchmal 100 Jahre alt sind, auf einem Tieflader quer durch Europa zu schaffen. Das ist halt was anderes, als wenn man ein Gemälde schön einpackt, polstert und dann unter Plane fährt. Also das ist schon ein bisschen rabiater. Andererseits gilt natürlich auch, dass unsere Objekte mehr aushalten. Trotzdem, wenn die von der Brücke fallen, tut es denen auch nicht gut. Wie dem auch sei. Das sind also Aspekte, die es ein bisschen kompliziert machen. Sie machen es auch teuer, aber möglich ist es. Und dass es möglich ist, sieht man daran, dass wir ein halbes Jahr einen französischen FT-17 hier hatten, der mit dem Panzer 1 getauscht wurde. Das ist eben so ein Ding, das geht dann relativ schnell. Da reden wir über wenige Tonnen und das kann leicht transportiert werden, relativ leicht. Das geht dann. Den Sturmtiger für die Ausstellung in Bovington rauszuziehen, hat sich als nicht praktikabel erwiesen, obwohl wir die Kollegen in Bovington von Herzen gern unterstützt hätten. Aber aufgrund der Art und Weise, wie das Ding bei uns eingebaut wurde über die Jahrzehnte, ist es einfach nicht sinnvoll gewesen, das Ding rauszuzerren und bis nach Britannien zu fahren. Was ich persönlich, glaube ich, mehr bedauere als jeder andere, aber es ist, wie es ist. Es lag nicht daran, dass wir es nicht wollten, sondern dass es einfach nicht zu machen war, vor allen Dingen in der Kürze der Zeit. Grundsätzlich ist es so, dass wir gerne Dinge tauschen, auch langfristig. Also jetzt im Zuge des Umbaus, des geplanten Umbaus des Panzermuseums, sind wir auch dran, Fahrzeuge von außen zu holen. Also in anderen Panzermuseen gezielt zu fragen, hier, wir brauchen für den neuen Bereich dieses, jenes, das. Habt ihr das? Könnt ihr es dauerhaft leihen? Könnt ihr es sogar übertragen oder deakzessionieren, wie es uns so schön heißt? Das wird alles gemacht. Und nein, ich verrate jetzt nicht, was wir da im Auge haben. Aber letztlich ist es so, weil wir so riesige, schwere, teure und komplizierte Objekte haben, passiert das weniger als beispielsweise bei Museen, die mit, was weiß ich, Schränken, kleinen Tischchen oder historischen Jacken sich beschäftigen. Aber es passiert. Jetzt noch die letzte Frage für heute. Nochmal zum Museum selber zurück, weil es so schön passt. Melanie Brettschneider, wie groß hoch ist eigentlich die Erstauflage eurer Monopoly-Edition? Ihr habt ja über eine Tonne schon per Post verschickt. Ja, da muss ich mich ein bisschen korrigieren. Ich habe nachher gelernt, dass die Palette, die über eine Tonne gewogen hat, auch ein paar andere Bestellungen noch mit drauf hatte. Also da lagen noch ein paar andere Sachen drauf. Aber es ist ganz einfach, die erste Auflage lag bei 1000. Die ist aber nicht limitiert. Wir werden das nicht so machen, dass irgendwie die nicht neu aufgelegt wird, wie die Stahl auf der Heide-Shirts, die wir so gerne limitieren, sondern wir produzieren jetzt schon nach. Wir produzieren auch in derselben Form nach und wir hoffen, dass wir spätestens zu Stahl auf der Heide die Regale wieder voll haben. Solange das Monopoly sich verkauft, werden wir es verkaufen. Also solange sie es abnehmen, werden wir es in den Regalen haben. Wenn sich das dann irgendwann ausgelaufen hat, dann suchen wir uns ein neues Projekt. Aber ich habe so den Eindruck, das könnte so ein Dauerbrenner auf niedriger Flamme werden, wenn der erste Hype erstmal vorbei ist, dass auch die ganzen Erstbesucher, die wir jedes Jahr haben, dann doch nochmal zugreifen werden. Scheint ein tolles Produkt zu sein. Wir sind ganz zufrieden damit. Also 1000 Stück im ersten Anlauf und ab jetzt immer Nachproduktion in kleineren Chargen. So, und das war's auch schon mit Stahlschere Papier, Ask a Curator. Ja, ich weiß, wir haben nicht alle Fragen beantwortet, aber wir haben, wenn Sie mal auf die Uhr gucken, auch so schon lange genug gebraucht. Wir machen das in ein paar Monaten wieder, stellen Sie Ihre Fragen erneut. Wir freuen uns auf Ihre Fragen, uns macht's immer Spaß und wir hoffen, Ihnen hat's auch ein bisschen Freude gemacht. Dankeschön und tschüss.